Als dieses Bike vor über 15 Jahren auf den Markt kam, da hat es die Szene geschockt, denn die Hayabusa war das erste Serienmotorrad, mit dem man die 300 km/h-Marke ankratzen konnte. Und sogar ein namhafter deutscher Ex-Rennfahrer hat sich dazu verleiten lassen, auf der Autobahn zwischen den Autos durch unbedingt mal die Rose 3 anzukratzen. Als Rundstrecken-Rennmaschine ist das Bike nicht gedacht gewesen, eher so als Komfortreise.